Dr. Steinmetz. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang. Mach schon. Wow. Also es hakt hier gerade ein bisschen rum. Und ich weiß nicht warum. Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Mann, den freien Willen und freie Menschen. Boah, Alter, was geht? Warum hakt denn das so? Gut. Boah, Alter. Ich verstehe gar nicht, warum das so übel hakt. Das ist ein bisschen behindert gerade. Alter, ich glaube, ich starte gleich meinen PC nochmal neu. Im Zirkus der Werte. Ach, es ist so behindert. Handtasche. Handtasche. Tagebuch. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Das ist super, super schön. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Ist zwar lang her, dass ich es getan habe, aber ich weiß noch, wie es geht. Hui! Ein Sicherheitsbot. Sehr schön. Sehr schön. Ein primitives Ding. Aber es hilft uns. Jetzt hacken wir einmal kurz dieses Scheißteil hier. Dann müssen wir da oben. Schalalalala. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann so. Nein. Dann so. Nein. Oh Gott, irgendwie ist das. Die Empfindlichkeit ein bisschen anders so. Ich spiele im Moment andere Spiele eigentlich. So, brauchen wir irgendwas? Schrot? Nicht, nö. Willkommen im Zirkus der Werte. Aha. Was geht? Was geht? Ja, okay. Dann töten die sich halt erstmal gegenseitig. Bitte für den Besuch. Also, gern geschehen, ne? Ein bisschen Munition, eine Leiche von einem Doktor. Doktor. Oh, hör auf rumzuhaken, ey. Ich kill dich. Hm, Sicherheit. Ne, hier kommen wir her. Okay. Ryan und Adam. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich Ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Sicherheitsalarm. Und damit sind wir den Sicherheitsalarm aus. Bis auf weiteres untersagt. Vielen Dank. Ist das nicht schön? Finger weg! Was soll das? Was sagst du? Ich hab keinen Wort verstanden. Stürm! Ich muss, glaube ich, mal in den ein... Aua, hallo!
dass das Spiel so rumnervt, Alter. Nicht unbedingt die beste Waffe, die wir jetzt schon, wo wir jetzt schon Munition für verschwenden sollen. Was? Was gehen? Alter. Mann, wie ihr alle drauf geht, Alter. Boah, Alter, es hakt gerade. Ich habe aber keine Lust, das Spiel jetzt nochmal neu zu starten. So, das müsste ja reichen. Pistolenkugeln brauchen wir ja so nicht. Gut. Dann lassen wir es jetzt. Ah, Moment mal, ich gehe mal kurz hier gucken. Vielleicht sollte ich auch meine Lautstärke mal ein bisschen runter. Also nicht meine, sondern die Spiellautstärke ein bisschen runterdrehen. Die Grafik ist auf hoch, hoch, hoch. Das müsste gut sein eigentlich. Vielleicht sollte ich die. Das tue ich ja mal kurz. Zip. So. Oh, sieht doch schon gleich viel besser aus. Boah, sehr schön. Gut, ich hoffe, es hakt jetzt nicht mehr. Los geht's. So viel Money, ich bin ein Money Boy. Na Leiche, was geht? Also der Steinman wirkte eben schon so ein bisschen in dieser Ansage da. So ein bisschen verrückt, aber wir werden ja sehen, ne? Halt die Augen nach Steinman offen. Der bescheuerte Metzger hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, musst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Der Blutspur, ja, ich sehe das schon. Es ist ja sehr schön. Above all this, do no harm. Aha. Jay Steinman. Okay. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter... Okay, jetzt haben wir seine Ansage nicht zu Ende verstanden, aber egal, weil dieser Spasti Atlas immer dazwischen labern muss, ey. Ist voller Lumpen. Meine Familie ist hier. Was soll denn das? Ich wollte den Steinman doch noch zu Ende hören. Vielleicht wollte ich mir so eine Gesichtsverschönerung zulegen oder. Nicht. Was? Ja, kill ihn mal bitte. Dankeschön. Also, an Dings des Bornes glaube ich nicht sparen. Alter, das hakt. Wie Sau, Alter. Ich krieg die Aggression. Ich krieg die Aggression, meine Freunde. Meine Freunde. Wow, 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 wow. Er schießt, aber er schießt nicht auf uns, glaube ich. Oder? Ach doch, das ist... Oh, Scheiße, das war einer. Ach so! Wenn man mal dreimal einmal rauffällt, dann ist er noch nicht, oder wie läuft das jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, ich habe das Spiel ja damals schon mal durchgespielt, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte. Da hatte ich, glaube ich, auf einfach gespielt. Aber naja, ne, wir werden sehen, wie das jetzt hier abläuft. Ich hab den schon jetzt... Ich müsste das ja nach einmal schon funktionieren. Egal, jetzt können wir einfach hier... Panzerbrechende! Ein Verbandskasten, sehr schön. Oh, da versteckt er sich da, Rolle. Aua, was? Toll. Legt man sich so ein Scheißteil zu und bringt ja nicht mal was.
Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Hey, die Dinger sehen aus wie bei Daisy. Nicht schlecht. Adam denies us any excuse for not being beautiful. Ja, so sehen die Kerle auch alle aus. Schön. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Seine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht. Was soll das denn heißen, ey? Er spricht in Rätseln, der Olle. Naja, er ist auch ein bisschen geistig verwirrt, glaube ich. Das Adam hat sie ja alle geistig verwirrt gemacht, ein bisschen. Ich dachte, man kriegt jetzt hier einen kostenlosen Verbandskasten eigentlich. Oh, meine Junge brennt. Okay, man kann ihn nicht reparieren. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt. Wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Dann soll er es wenigstens ordentlich machen. Der Kleine. Wir sind hier in einer völlig verrückten Stadt gelandet. Wir sehen nur noch das, was einmal von dir übrig war. In den letzten Teilen. Und ich kann hacken. Was zur Hölle? Ich kann hacken nicht so gut, weil ich einfach das... Nein! Nein! Oh, ich bin so doof, ey. Aua, das tat weh, Mann. Scheiß drauf. Vergessen wir das. Hör uns wieder. Lieber Vandalismus. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Sag Mama, wenn's